Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fletching zu Wodgen oder von Fletching zu Wodgen, wäre es korrekterweise. Wir sind in der zweiten Partie aus dem Bereich 1200 bis 1300 Elo und haben nochmal Blue is the best color, den Spieler, den ich auch schon in der ersten Runde hier zu Gast hatte. Und diesmal werden wir auf Arena spielen, wie bereits angekündigt. Er hat ein sehr, sehr gutes Bild abgegeben im vorigen Match. Wir sehen auf jeden Fall schon den krassen Anstieg in Skill, was diese 100 Elo ungefähr im Vergleich zum letzten Gegner eben ausmachen. Das ist auf jeden Fall bemerkenswert. Auf Arena, das habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben, einfach, dass ich es nochmal zur Vollständigkeit sage, nehmen wir halt auch ein paar Sachen dazu. Wir möchten auch mit den Schafen ein bisschen scouten. Das ist natürlich nicht ganz so relevant, aber werden wir der Übung halber tun. Wir werden unsere Rehe rein pushen mit unserem Scout. Also nicht mehr einfach irgendwo in die Mühle hinklatschen. Und wir wollen gucken, dass wir die Reliquie ein bisschen früher holen. Ich will trotzdem eher auf den Boom gehen, aber mein Kloster eben früher bauen und dann schon mal ein, zwei Mönche losschicken, gucken, dass wir die Reliquie ein bisschen früher sichern. Und weiterhin möchte ich gucken, dass die Wirtschaft gut läuft und dass, falls es nochmal zu Nahkampfeinheiten kommen könnte, dass ich dann meine Nahkampfeinheiten auch ein bisschen micro. Ich habe noch einige sehr starke Zivilisationen zur Auswahl, die noch kommen könnten. Letztes Mal hatten wir Azteken. Sowohl auf Arabien als auch auf Arena ein extrem starkes Volk. Die sind jetzt nicht mehr verfügbar, aber es sind noch sehr, sehr viele sehr gute da. Gucken wir mal, welche es wird. Birman, das ist sehr interessant. Mit denen gibt es eine sehr, sehr starke All-In-Strategie auf der Karte. Die werde ich aber nicht zeigen. Ich möchte nur Standard-Builds eigentlich zeigen. Aber die sind auch sehr, sehr gut mit Mönchen. Also das wird uns einiges bringen, wenn wir schon ein frühes Kloster, ein frühes Kloster, so heißt es, auf der Karte haben. Er wird wieder komplett Zufall spielen. Letztes Mal hatte er die Mongolen dafür bekommen. Ah, okay, er spielt das. So. Wo haben wir sie denn? Die Birman-Alphabet ist schwierig. So, ich guck mal ganz kurz, ob ich noch irgendwas hier habe, was ich einstellen müsste. Ne, sieht aber gut aus. So, dann wäre ich, glaube ich, ready. Er wird aber wahrscheinlich schon so eine Standard-Boom-Build-Order drauf haben. Wenn ich jetzt hier diese Super-Push-Strategie mit dem Birman spielen würde, dann wird er wahrscheinlich verzweifeln daran. Also man muss schon wissen, was man gegen tut, und ich finde es ein bisschen zu speziell. Oh, Türken, auch sehr, sehr stark auf der Karte übrigens. Das ist ein interessantes Matchup. Dann könnte das mit den Mönchen übrigens auch schwierig werden. Wir laufen wie immer erstmal raus und gucken, was wir da finden. Und drinnen scouten wir jetzt halt mit den Schafen. Hatte ich mir eigentlich vorher erklärt, aber vielleicht hat er es nicht gelesen. Schauen wir mal. Also, Birman sind halt ultra stark auf der Karte, wegen dieses Pushs, aber den werde ich nicht spielen. Nur, dass er Bescheid weiß. Ich habe mit den Oh, jetzt habe ich natürlich durch viele Quatschen ein bisschen verkackt, aber ist nicht schlimm. Kann natürlich auch schon die Reliquien sehen. Ich habe übrigens kein Holz, wie es aussieht. Außer hier vielleicht ein bisschen. Ich habe mich hier so ein bisschen verquatscht. Und ich habe keinerlei Zusatz. Ah, da sind welche. Hier habe ich auch schon Wildschwein gefunden. Das wäre ganz in Ordnung eigentlich. Was ist denn jetzt hier wieder los? Ey, das müssen die endlich mal fixen. Das ist seit Release dieses Spiels hängen sich Einheiten aneinander auf einfach. Das ist echt schlimm. Oh, hier waren sogar alle Schafe noch. Dann gehe ich erstmal scouten. Wir können, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ich habe mich jetzt gerade wirklich ein bisschen verquatscht und verdacht, vielleicht kann man das so sagen. Wir können sehen, wo die Reliquien sind. Er weiß auch, wo ich bin jetzt schon. Das heißt, ich kann mir ungefähr denken, dass er hier ist. Aber auf der Arena weiß man das nie so 100% mit den
mit der Verteilung der Reliquien kann das auch manchmal echt unfair sein. Da ist mein zweites Wildschwein, da hat sich das Schaf, der Schafscout doch nochmal bewährt. Durch diese Unaufmerksamkeiten musste ich jetzt öfters mal die Ressourcen manuell abliefern, also die Nahrung. Was passiert, wenn man nicht aufpasst? Aber wir wollen ja durchgängig Dorf produzieren, wir wollen 8 auf Wildschwein haben. So, jetzt müsste das aber eigentlich gehen. Zweite haben wir hier. Hier haben wir die Rehe, die kann man sehr, sehr einfach reinpushen, aber erst will ich wissen, wo er ist. Und mir allgemein ein Bild von der Karte machen. Merk schon wieder, dass ich sehr gerade in dieses Muster verfalle, dass ich recht schnell spiele, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall jetzt angemessen. Ich glaube nicht, dass er deutlich langsamer spielt als ich. Der Scout war ja extrem früh bei mir. Also ich werde die gute alte Boom-Build-Order einfach wieder spielen. Und dann mal gucken, was passiert. Ich werde dann versuchen, ein frühes Kloster noch einzubauen einfach. Als Bemaner habe ich den Vorteil, dass meine Holz-Upgrades umsonst reinkommen. Also sobald ich in der nächsten Zeit bin, werde ich direkt das Holz-Upgrade quasi erforscht haben, ohne dass der was zu tun muss oder irgendwas ausgeben muss. Ist also klar, dass er jetzt hier auftaucht. Ich bin extra weggegangen. So, jetzt hier drin will ich ein bisschen Holz sammeln. Und jetzt weiß ich, wo er ist. Das heißt, jetzt gehe ich nach Hause und drück ein bisschen die Rehe rein. Er könnte als Türke auch aggressiv spielen. Auf jeden Fall Fast Imperial ist eine sehr beliebte und sehr starke Strategie. Falls er dazu kommen wird, schauen wir mal. Dann werden wir uns darauf einstellen entsprechend. Auf Castle Drop, also das haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Gerade auf Arena, sehr beliebt. Weil die eine starke Spezialeinheit haben, die Türken, mit den Janitscharen. Gibt viele Möglichkeiten, das werden wir dann scouten müssen. So, und wir, jetzt habe ich es schon automatisch gemacht, ich erkläre es gleich nochmal. Kein gutes Tutorial. Also, wie lockt man Rehe oder entsprechende Tiere an? Ihr habt es gerade schon so ein bisschen gesehen, man läuft hinter die und versucht die dann, also die laufen einfach immer dahin weg, wo man gerade hinläuft, ne? Und dann will man, dass sie quasi ins Dorfzentrum gescheucht werden. Aber wenn sie zu nah dran kommen und man sie noch nicht abschießt, man braucht 2 Dorfbewohner, um das abzuschießen. Dann werden sie wieder weggescheucht. Wir haben 4 Stück sogar, das ist sehr gut. Ein bisschen blöd, dass sie jetzt hier so nah dran sind am Gold. Dadurch werden die von den Dorfbewohnern noch ein bisschen aufgescheucht. So, einen Dorfbewohner mache ich noch, den mache ich noch auf Nahrung. Neun Holz könnte sogar zu viel sein, weil ich ja den Bonus habe, dass meine Holz-Upgrades umsonst kommen. Das heißt, da werde ich allgemein ein bisschen weniger ausgeben und Anfang vor der Zeit schon ein bisschen mehr einnehmen auch. Aber wenn man sich die Rehe hier so rein, oder Steinböcke in diesem Fall, ach komm, jetzt ist er schon vorbeigelaufen. Ich bin kein besonders guter Rehflüsterer, muss ich sagen, oder Steinbockflüsterer. Wenn man das macht, dann muss man nicht so viele Felder bauen. Ah, jetzt hatte ich einen kleinen Leck hier, das ist nicht gut. So, wenn ich das Viech angelockt habe, sein Score sagt, also dass er auch nicht mehr erkundet hat als ich. Von daher wird er wahrscheinlich das gleiche tun. Jetzt gucke ich mir an, was ich bei ihm so sehen kann. Er sieht mich zumindest schon mal. Könnte aber überlegen, wie meine Karte allgemein ist. Sie ist recht gut gespawnt, abgesehen vom Holz eben. Und hier wollen wir ein bisschen Dorfwohner-Micro betreiben, damit da keiner hängen bleibt. Ich habe wirklich nur das Holz hier an der Seite. Das ist echt sehr bescheiden. Aber mein Gold ist hinten, das Gold ist auch hinten. Das hier ist ein bisschen blöd, aber Stein habe ich auch in der Basis relativ safe. Das hier ist natürlich nicht so gut. Ich denke, ich werde ein Dorfzentrum hier unten bauen und eins hier. Na, vielleicht hier noch versuchen. So. Sollen wir doch mal gucken, was er macht und nicht nur schwafeln, dass wir gucken würden, was er tut.
Perfekt wäre, wenn ich seinen Scout erwischen würde. Jetzt sehe ich ihn eigentlich noch. Weil sobald er in der Ritterzeit ist, hat er den stärkeren Scout. Da kann ich da nicht mehr allzu viel gegen machen. Wir sehen, ich habe schon extrem viel Holz jetzt. Liegt aber eben auch daran, dass ich nicht besonders viele Felder bauen musste. Noch nicht. Oh, hier das Schafe. So, das Holz-Upgrade habe ich wie gesagt schon. Das kriege ich automatisch. Das heißt, ich muss jetzt nur noch das Feld-Upgrade machen. Und ich nehme mir mal einen Dorfbewohner hier. Bauen wir noch zwei Häuser, dass ich das gleich nicht vergesse. Er ist recht spät in der Verleihzeit gewesen. Ich weiß nicht, ob das Fast Imperial heißt. Machen wir gleich auf. Gucken wir, ob ich ihn noch erwischt kriege. Weil sobald er in der Ritterzeit ist, kriegt er leichte Kavallerie automatisch. Und dann sieht es für mich schlecht aus. Wenn er schlau ist, läuft er jetzt einfach nach Hause. Macht er nicht. Schaf ignoriert er noch. So, ich gucke jetzt mal ganz kurz mit dem Dorfwohner hier unten. Weil ansonsten habe ich wirklich keine guten Spots, um Dorfzentren zu bauen. Wenn ich kein gutes Holz habe. Also hier oben werde ich auf jeden Fall eins bauen. Ob hier genug Holz ist, dass es sich lohnt, werden wir dann sehen. Ah. Werde es mal versuchen, dann haben wir das Gold hier mit inbegriffen irgendwie. Machen wir eins hier oben und eins hier unten. Ist nicht optimal, aber ist besser als nichts. Wie bauen wir das denn am schönsten? Machen wir so. Und, was habe ich gesagt? Wir holen uns früh unser Kloster. Ich habe wieder die Leute auf Gold zurückgeschickt, damit ich mir überhaupt gleich einen Mönch leisten kann. Die sind ja relativ teuer. Er lässt sich hier. Zum Mike ruhig mal ein bisschen entgegen. Ich habe ihn blockiert. Jetzt müsste er auch, wenn er in der nächsten Zeit ankommt und eben jetzt die leichte Kavallerie hat. Das ist übrigens, ich glaube, das ist kein Fast Imp. Ehrlich gesagt. Ich hoffe es zumindest nicht. Könnte eins sein. Guck mal, ob ich ihn hier abfangen kann. Gotcha. Okay, schauen wir mal, was er so macht. Der Mönch kann jetzt hier in Ruhe meine Reliquien einsammeln. Ich weiß ja schon, wo sie sind. Oh, das war eine komische Farm hier. Mein Holz ausgeben. So, ich guck noch mal, ob ich irgendwas von ihm sehe hier. Eine Kaserne. Könnte fast Imp sein. Also wenn man quasi sofort in die Imperialzeit will und mit den Türken kann man dann ausnutzen, dass man Chemie umsonst bekommt. Ich bekomme Briten und Bogenschützen, die sind relativ gut dagegen. Aber mir fehlen dann die Defensiv-Upgrades. Ja, schauen wir mal. Ich brauche vor allem jetzt erstmal einen Hausbauer. Kann leider nichts sehen von ihm. Ich weiß nicht, was er treibt. Ich habe mir noch einen zweiten Mönch, dann kriege ich vielleicht diese Reliquie früher. Häuser sind im Bau, das geht schon. Okay, er hat einen Stall gebaut. Wahrscheinlich, um meine Mönche zu jagen. Eine Reliquie habe ich aber schon. Ich glaube, zwei werde ich mindestens kriegen. Also es wird sich auf jeden Fall einigermaßen lohnen für mich.
Dann ist es auf jeden Fall kein Fast Imp. Sagt er eigentlich Jehova? Naja, wenn wir hier keine Blasphemie betreiben. So, jetzt müssen wir mal überlegen, was ich eigentlich gegen ihn spielen will. Ja, er wird wahrscheinlich auf Schießpulvereinheiten gehen. Vielleicht auch ein bisschen leichter Kavallerie. Meine Schützen sind allgemein eher nicht so gut. Wir haben halt keine Defensiv-Upgrades. Ha, das ist eine knifflige Aufgabe. Was habe ich, was er nicht hat? Ich kann höchstens früher als er in der nächsten Zeit sein. Die Arambai wären eine Option. Ja, da einen Mönch bekommen. Die sind nicht schlecht. Dann, wenn er auf berittene Bogenschützen geht, dann kriegt er die aber ganz gut. Ich mach's einfach mal aus Jux, weil mir gerade nichts Besseres einfällt. Also ich gehe mal auf... Ich gehe auf die Spezialeinheit ein bisschen, mach dazu vielleicht ein wenig, würde er den hier erwischen. Belagerungswaffen. Und vielleicht meine eigene leichte Kavallerie. Oder ja, Husare eben. Ich bereite mich jetzt hier so langsam mal vor, auch in die nächste Zeit zu gehen. Ich kann schon mal hier das bauen. Und schon mal die Kaserne. Ist mein Hotkey eigentlich D? Ja, er kriegt jetzt meine Mönche, das war abzusehen. Zwei Religionen habe ich aber bekommen. Ich glaube, weitere Investitionen würden sich jetzt hier für mich nicht lohnen. Da würde ich zu viel verlieren. Vielleicht kann ich aber in die nächste Zeit klicken, wenn das Gebäude hier fertig ist. Das ist schon mal gut. So, wir holen uns schon mal den Stall. Oh, ich habe komplett alle Upgrades hier vergessen. So, das haben wir jetzt geklärt. Ich habe schon mal die Cavalry-Upgrades. Wo will ich meine Burg hin haben? Wahrscheinlich eher hierhin gerichtet. Das mache ich jetzt quasi zu Map-Control, werde seine Kavallerie quasi matchen und dann meine Arambai dazu machen. Ich habe jetzt 13 Leute auf Stein, das müsste dann auch zeitlich gut passen. Ich habe jetzt noch nicht direkt die Burg. Werde ich aber bald bauen können. Hol mir die Upgrades. Die Relikte hat er mittlerweile die auch. Deshalb sind die von der Karte verschwunden. Die hat er noch nicht. Vielleicht hat er die nicht gescoutet. Aber ich habe zwei und das ist, damit bin ich erstmal zufrieden. Noch ein paar Speerträger, wir müssen ein bisschen die Map-Präsenz zurückbekommen. Er hat halt seine Kavallerie auf der Karte und ich muss meine Burg hier auf jeden Fall gebaut bekommen. Also ich werde Ramen oder vielleicht ein paar Kanonen machen. Hier hat er seine leichte Kavallerie. Die muss ich noch erforschen, sehe ich gerade. Das sieht er jetzt hier natürlich. Sehr viel Gold habe ich aktuell. So, was ist unser erstes Upgrade? Wahrscheinlich Elite Arambai können wir uns nicht leisten. Es kostet, glaube ich, relativ viel Nahrung. Aber... Ich habe keine Universität, sehe ich gerade. Ja, es kostet alles Nahrung. Das heißt, wir brauchen mehr Felder. Natürlich hier vom Platz her ein bisschen unglücklich. So, was kostet der Spaß? Ja, ziemlich viel Nahrung. Aber wir bleiben weiter erstmal bei dem Plan hier. Machen Rammen, leichte Kavallerie und Arambai.
Jetzt hätte ich auch Map Control, kann mir gleich hier die Ressourcen hier draußen so ein bisschen nehmen. Die hier oben eher noch nicht. Ich kann aber mal gucken, ob er da schon irgendwo ist. Ich schaue mich mal mit meinem Scout hier ein bisschen um. Aber es ist ja den großen Vorteil, dass ich deutlich vor ihm in der nächsten Zeit bin. Aber auf jeden Fall noch weiter Felder. Ist platztechnisch natürlich eine kleine Katastrophe hier. Das nächste Rahmen-Upgrade bekomme ich leider nicht. Hussar hole ich mir nach dem Elite-Dings Arambai. Das kostet ziemlich viel Holz, ne? Ne, nur Gold und Nahrung. Okay, dann werde ich jetzt vielleicht mit der Dorfbewohnerproduktion muss ich trotzdem noch machen. Mir fehlen noch ungefähr 20 Dorfbewohner. Aber dann hole ich mir das Upgrade. So, hier habe ich irgendwas gesehen. Ich schau mal, was das ist. Er hat übrigens draußen kein Dorfzentrum. Und das, die Reliquie hier oben hat er sich geholt. So, jetzt ist es auch in der nächsten Zeit. Ich hole mir Elite Arambai. Das bisschen Defensive, was ich mir für Arambai holen kann, hole ich mir auch mal. Ja, das ist schon seine eigene Burg. Und er geht auf seine Spezialeinheit ebenfalls. Ist die Frage, möchte ich ihn vielleicht einfach von hier oben angreifen? Ich glaube, die Antwort darauf ist ja. Auch wenn er mich hier vielleicht mit am Tribok erreichen kann. Ich bin mir da nicht sicher. Da habe ich ihn natürlich jetzt gerade eiskalt erwischt. Er geht ein bisschen auf Kanonen. Was eine gute Idee ist, grundsätzlich. Ja, da muss ich ein bisschen mehr die Masse haben, glaube ich. Ich habe selber noch keine Kanonen, weil ich keine Universität gebaut habe. Das könnte ich immer noch mal tun. Kanonen sehr gut gegen Rahmen. Da bräuchte ich halt ein bisschen mehr von, damit sich das ausbalanciert. Ich produziere aber gar keine Rahmen tatsächlich, das ist ein bisschen unglücklich. So, eine weitere Burg könnte ich mir noch holen. Jetzt habe ich natürlich die Kontrolle über die Karte komplett. Ich kann auch mal hier einen Arambai hinstellen, dass ich auch sicher sehe, dass da nichts kommt. Er hat von den Ressourcen her dann mittelfristig auf jeden Fall Probleme. Mal gucken, ob er hier irgendwas gebaut hat. Er baut jetzt hier noch eine weitere Burg. Es kann also schwer sein, ihn anzugreifen. Er verteilt sich schon recht ordentlich. Er wird nicht mehr allzu viel Platz haben. Brauche ich wahrscheinlich doch eher noch ein paar Triboke dazu. Jetzt fehlt es mir auch wieder am Gold, sehe ich gerade. Aber ich habe ja die Kontrolle über die Karte. Das heißt, ich kann mir auch das Gold auf der Karte ein bisschen schnappen. Das ist der Nachteil seines Ansatzes gerade. Oh, jetzt habe ich keine von denen gemacht. Aber wir machen weiter unser Kanonenfutter so ein bisschen. Das ist die leichte Kavallerie ist größten oder die Husaren sind größtenteils um unseren Rang aufzufüllen und damit wir genug Einheiten haben, einfach. Hier an das Gold kommt er nicht ran, da lasse ich ihn jedenfalls nicht dran. So. Er hat Kanonen und könnte hier. Ich weiß aber nicht, ob das platztechnisch reicht, ob er da dran kommt. Mindestens eine Burg muss ich loswerden, sonst komme ich hier, glaube ich, nicht durch. Oh, wir haben jetzt auch unsere eigenen Kanonen. Er hat die Möglichkeit, mehr Reichweite drauf zu bekommen. Wir holen jetzt aber grundsätzlich erstmal das normale Reichweiten-Upgrade. Dann greife ich ihn halt stattdessen hier unten an. Also hier oben hat er jetzt zwei Burgen, es ist sehr, sehr eng. Ja, kommt er da dran? Bin jetzt gespannt. Er kommt dran, okay.
Und er zerstört die Burg. Er macht das sehr gut, sehr, sehr schlau defensiv gespielt bislang. Immer, aber ich trotzdem hier durchkomme. Komm ich, dann schön mal drauf da, Jungs und Mädels. Hat er schon Elite? Hat er noch nichts. Das ist natürlich auch ein bisschen fragwürdig dann. Jetzt gucken wir mal, ob meine Arambai nicht irgendwas haben. Ich glaube, er hat nicht genug Militär. Ah doch, da kommen seine Hussare. Aber wenn die Burg fällt... Er sagt schon GG, okay. War aber sehr, sehr stark gespielt, sehr, sehr, sehr offensiv. Also es ist natürlich von der Kartenkontrolle dann für ihn sehr, sehr schwierig, hier nochmal zurückzukommen. Und jetzt die Arambai killen seine Einheiten auf jeden Fall. Seine Nahkampfeinheiten. Er hat das sehr gut gemacht. Es war kein groß aktives Spiel, aber er hat auch gesagt, er ist nicht so bewandert auf der Karte. Dafür hat er das extrem gut gemacht, wie ich finde. Er hat die Strategie werde ich wahrscheinlich, oder diesen Ansatz erst ein bisschen später zeigen. Ich hatte darüber nachgedacht, es jetzt schon zu machen, dass man eben nicht Markt und Schmiede spielt, sondern eben Schmiede und Kaserne und Stall, damit man ein paar Reiter rauskriegt. Dann kann man die Mönche eben angreifen vom Gegner und die Kontrolle über die Reliquien gewinnen. Bei mir war jetzt der Vorteil, dass ich seinen Scout früh erwischt habe, aber darüber hatte ich früh gesprochen, dass das für mich ein Schlüsselmoment sein kann, um ein bisschen Kontrolle auf der Karte zu haben. Und dann konnte ich mir eben, da ich einfach schneller in der nächsten Zeit war, mit den Mönchen schon mal zwei Reliquien sichern. Und die hätte ich, er hat ja deutlich mehr investiert als ich, um die zu bekommen, weil er eben noch den Stall bauen musste. Klostertechnologien sind übrigens günstiger. Dann werde ich im Kopf, dass die Mönche selber günstiger wären. Die Armee-Zusammenstellung von mir, ich bin mir nicht 100% sicher, ob das so gut ist, ehrlich gesagt. Eigentlich wäre mit Pfeil und Bogen ein bisschen besser gegen das, was der Türke hier anzubieten hat. Aber da muss man auch ordentlich micron. Das ist nicht, ich glaube, kein einfaches Matchup für den Beman. Er hat das von der Armee-Zusammenstellung eigentlich ganz gut gemacht. Ich glaube, leichte Kanoniere oder Handkanoniere heißen ja mittlerweile, ist ein bisschen einfacher, weil die schneller zu produzieren sind, aber Janitschare an sich natürlich eine sehr starke Einheit. Aber ihm hat es offensichtlich dann an Rohstoffen auch gefehlt, um das Elite-Upgrade zu machen. Und also selbst wenn er jetzt hier das mit einigermaßen abgewehrt bekommt, wenn ich die einmal hier drin habe, dann die killen seine gesamte Wirtschaft. Da kann er da erstmal nichts gegen machen und die töten vor allem im Dorfzentrum extrem schnell. Die Arambai. Von daher passt das schon so. Ansonsten ja wieder das Konzept der Map Control. Einfach, dass ich jetzt die Präsenz auf der Karte hatte mit meinen Burgen, dass ich mich hier draußen frei bewegen konnte, die Zusatzressourcen einsammeln kann und allgemein einfach keine Platznot habe wie ich, wie er. Ich habe jetzt halt auch versucht, hier mal ein paar Farmen außerhalb zu bauen, auch wenn ich mir das so angucke, vielleicht nicht nur so notwendig. Den Luxus hat er jetzt halt nicht, bei ihm läuft der Platz schon gefährlich eng. Ah ja, er hat gesagt, er ist kein Arena-Spieler, von daher ist es vielleicht auch nicht unverständlich. Hätte ich nicht gedacht. Das sah für mich jetzt gerade eigentlich so aus, als hätte er auch ordentlich Dorfwohner. Bisschen verschätzt. Braucht natürlich mehr, das weiß er selbst. Meine Zeiten waren auch recht solide. Ich hätte natürlich noch früher in ihm berätseln können, wenn ich meine Gebäude früher gebaut hätte. Ich hatte, glaube ich, wieder zu viele Felder gebaut. Ansonsten, das hier war, glaube ich, auch so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht. Das war auch nicht perfekt, aber ich glaube, auf dem Level, wo wir jetzt hier uns gerade befinden, sind 15 Minuten Ritterzeit auf Arena auf jeden Fall sehr stark. Von daher habe ich da vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber so habe ich es, glaube ich, in den vorigen Partien auch immer gemacht. Das hier natürlich nice. Er hat die drei Reliquien. Ich habe trotzdem mehr Gold, weil ich damit früher angefangen habe. Schauen wir mal, wie das aus seiner Perspektive aussah. Da haben wir die Partie. Und wie lange geht meine Aufnahme schon? Wieder eine halbe Stunde ungefähr. So, da haben wir ihn. Ich frage mich auch, wie das mit dem Schaf passieren konnte, dass das hier so irgendwo draußen rumstand. Hat er vielleicht hier mit Shift-Click gemacht? Nee, hat er nicht. Bin mal gespannt, wie das passiert ist, ehrlich gesagt. Es muss dann doch ein Missklick gewesen sein, weil... Ach, warte mal. Das ist hier gespawnt, oder was? Ich bin jetzt gerade echt... ein bisschen curious hier. Ah ja, das ist hier draußen gespawnt tatsächlich. Okay. Ist ein bisschen unglücklich, man sieht es wegen der Mauer nicht richtig.
Mal gespannt, wie viel Population er gespielt hat. Er war ja, ich habe ja erst noch überlegt, ob es vielleicht ein Fast Imp war, weil er für Arena-Verhältnisse recht spät erst in der Ritterzeit und natürlich auch dann entsprechend der Vorteilzeit war. Aber wenn er halt kein Spieler ist, der sich mit Arena allzu gut auskennt, dann ist er sich dessen vielleicht nicht bewusst und von daher war das nicht absichtlich. Das ist allgemein ein bisschen später erschienen. Manchmal über... Ah, war nicht so sauber hier. Na, schauen wir mal. Ah, da wieder... Das Problem hat er schon öfter gehabt mit den Schafen, ne? Ist auch immer so ein Ding, auch wenn man gegen... Also er ist jetzt natürlich weit davon weg, irgendwie ein Anfänger zu sein. Aber wenn man gegen Leute spielt, die sich mit dem Meta, also mit dem eingefahrenen Spiel, das übliche Spiel, das Standardspiel, wenn sie die sich damit eben nicht auskennen und man dann versucht zu erraten, was für eine Strategie die spielen, aber die sind sich der Standardstrategie oder den Möglichkeiten vielleicht nicht so 100% bewusst, da kommen solche Situationen raus, das habe ich in dieser Reihe auch schon öfter gehabt, dass ich einfach viel zu viel darüber nachdenke, was der Gegner machen könnte und der Gegner aber eigentlich einen komplett... oder fast schon planlos an die Sache rangeht oder sich ein bisschen oder deutlich mehr drauf losspielt, als ich es erwarten würde. Also, dass man sich zu viel in den Gegner hineindenkt und der das selber gar nicht tut. Das passiert, denke ich mal, zum einen, wenn man eben gegen Leute spielt, die sich im Spiel allgemein nicht auskennen und zum anderen in solchen Situationen, wo man eine Karte hat, die den Leuten vielleicht nicht 100% liegt. Aber er hatte mir gesagt, er würde grundsätzlich jede Karte spielen und weil ich auf dieser Karte hier im Speziellen ein paar Sachen neu machen wollte, neu zeigen wollte, halt das Anlocken von den Rehen, das er übrigens ein bisschen souveräner gestaltet hat als ich. Und zum anderen natürlich, dass ich ein bisschen früher mich um die Reliquien kümmere. Deshalb wollte ich diese Karte auf jeden Fall auch recht früh schon in diesem Elo-Bereich haben. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Folgen. Ich glaube, ich werde in dem Elo-Bereich ein bisschen weniger Folgen machen, weil das ja so ein bisschen, habe ich anfangs der ersten Folge in diesem Bereich erwähnt, so als Vorbereitung für den nächsten Bereich eher gilt. Weil ich glaube, dass man eher halt noch, dass wir jetzt eher noch ein bisschen an den Feinheiten arbeiten wollen und nicht. Und dass neue Strategien vielleicht ein bisschen zu früh kommen. Ich bin nach... Was ist denn hier los eigentlich? Okay. Ich bin von der Bildorder nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hier ist eine mittelschwere Katastrophe, ehrlich gesagt. Ich werde mal kurz anschreiben, dass ich da vielleicht noch ein Feedback bekomme. Es ist ein bisschen gemein, wenn ich ihm jetzt irgendwie sage, hey, kannst du überhaupt Fast Castle spielen? Hat er sich ein bisschen verkalkuliert vielleicht irgendwo auch. Das finde ich aber gut, dass er hier erkannt hat, dass er kein Gold mehr braucht. Und da abgezogen. Also es klappt einigermaßen, aber es ist schon ein ziemliches Chaos gewesen, wie ich finde. Und das Schaf hier hat er sich dann nicht mehr gegönnt, auch wenn ich es ihm hier extra hingestellt habe. Obwohl, na gut, ich habe seinen Scout auch verprügelt. Das war vielleicht an der Stelle eine kleine Falle von mir. Da habe ich so aktiv gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt, wo ich sehe, muss das für ihn vielleicht so rübergekommen sein. Ja, also Early Game von ihm nicht so sauber. Er hat 27 plus 2 Populationen gespielt. Ich hatte 26 plus 2 Populationen. Sehen wir hier. Also ist bei mir dann insgesamt natürlich 27 Dorfwohner rauskommen. Bei ihm 29. Oh, warte mal. 27 plus 2. Achso, das war der Dorfbewohner natürlich. Also er hat 28 Population plus 2. Also 28 Population in der Feudalzeit. 28 Population in die Feudalzeit, also Dunkelzeit. Und nochmal 2 auf dem Weg, wenn man die Gebäude baut und dann die nächste Zeit geht. Da spricht man dann von 28 plus 2. Ich habe 26 plus 2 gespielt. Gesamtpopulation, nicht Dorfbewohner. So, jetzt haben wir es auch geklärt. Also 2 Dorfbewohner weniger gemacht als er. Dadurch ist es natürlich komplett normal, dass ich früher da bin. Aber ich habe das, wie gesagt, auch ein bisschen überinterpretiert, was er hier gemacht hat. Die Kaserne wird recht spät kommen. Wenn er das halt, wenn man das halt machen will mit dem Stall, dann müsste man den Markt halt weglassen und stattdessen die frühe Kaserne bauen, damit man statt eben Markt den Stall bauen kann. Sonst kostet das Ganze ein bisschen zu viel Holz. So wie ich das hier sehe, wird er jetzt auch recht wenig Holz haben. Wir hatten eben den Vergleich. Ich hatte natürlich den Wirtschaftsbonus noch bei mir oben drauf. Aber er hat deutlich mehr Leute auf Holz gehabt, wie wir hier sehen können. Bisschen ineffizient allerdings auch. Dass ich halt, ich hatte glaube ich 400 Holz mehr als er an der Stelle. Und konnte sofort meine Dorfzentren bauen. Bei ihm wird das ein bisschen schwieriger. Das gefällt mir gut hier, das Dorfzentrum an sich. Ich finde auch gut, dass er das Gold nicht genommen hat, weil er potenzielle Aggression natürlich direkt hingehen würde. So, dass ich auch das defensive Upgrade auf seinen Reitern. Das ist natürlich viel Investment. Aber er hat 3 Reliquien dafür bekommen. Natürlich auch begünstigt dadurch, dass ich keinerlei Speerträger oder eigene Scouts gemacht habe, um den Kampf um die Reliquien zu führen. Ich habe mich da allein darauf verlassen, dass ich einfach früher dran war als er. Jetzt geht er mit dem doch scouten, das ist ja frech.
Ja, also sein drittes Dorfzentrum wird jetzt auf sich warten lassen. Er holt sich auch das Stein-Upgrade. Also wir sehen, er ist kein Arena-Spieler, seine Build-Order ist so ein bisschen von allem, ein bisschen, aber von nichts so richtig eher. Und bei mir war das natürlich. Ah, das finde ich cool, wie der das hier macht. Und bei mir war das natürlich einfach eine Boom-Build-Order. Von daher nicht überraschend, dass ich 25 Dorfbewohner vorne bin. Also wurde viel in dieser Partie, also vielleicht nicht 100% repräsentativ für die Elo, für Leute, die sich mit Arena besser auskennen. Aber dafür hat er es extrem. Also er ist einfach ein guter Spieler, denke ich mal. Deshalb hat er es dann noch relativ solide verteidigen können, alles. Einfach eine gute Position für seine Burgen und allgemein seine Einheiten gewählt. Und dadurch sich im Spiel gehalten. Aber wir sehen, dass es hier schon ziemlich eskaliert. Es ist im Prinzip noch nicht allzu viel passiert. Ich bin schon in der Imperialzeit. Hab deutlich mehr Wirtschaft als er. Bei ihm auch nach wie vor kein drittes Dorfzentrum. Das wäre vielleicht hier oder hier noch ganz gut. Aber auch gut, dass er die Zeichen der Zeit liest und die auch in ihm bereits sich begibt. War auch gut, dass er eigentlich hier die Burg bauen wollte. War natürlich dann ein bisschen blöd, dass ich da war und das abfangen konnte. Ja, an sich glaube ich, gibt es hier nicht mehr allzu viel zu sagen. Größtenteils das Manko für ihn halt, dass er die Karte selten bespielt und da sein Bild ziemlich durcheinander war und er sich nicht so richtig entscheiden konnte, was es eigentlich werden sollte. Wenn es ein bisschen optimierter wäre, läuft das Spiel auch, glaube ich, deutlich ja, enger ab. Also es wird da nicht so einfach für mich. Ich glaube aber, dass ich hier nicht mehr allzu viel zu sagen kann. Also ich glaube, der Start war halt nicht besonders gut. Die Defensive haben wir aus meiner Perspektive gesehen. Wäre sehr aktiv mit seinen Kanonen. Und als Türke ist es halt, da sitzt man auch immer so ein bisschen auf dem Timer, wenn man die Türken spielt, weil man sehr abhängig vom Gold ist. Man hat nur eine Einheit, die kein Gold kostet, die wirklich taugt, und das sind die Husare, die man natürlich auch umsonst halt erforscht kriegt. Aber er hat halt das einzige Zusatzgold, das eben noch bleibt, also das in der Nähe ist, abgesehen von denen, die in der Basis sind, ist halt das hier. Das ist ähnlich positioniert wie meins. Und die anderen sind für ihn unerreichbar, wenn er nicht die Karte mit seinem Militär absichern kann. Von daher glaube ich, hat es nicht mehr allzu viel Sinn, sich das Spiel bis zu Ende anzugucken an der Stelle. Trotzdem, an der Stelle nochmal danke, dass er mitgemacht hat. Werde ich ihm natürlich auch nochmal auf Englisch mitteilen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr habt nochmal was gelernt und es war nicht zu schnell von mir gespielt. Ich habe wieder gemerkt, ich tendiere jetzt dazu, den Speed wirklich recht nah an meinem, oder eigentlich schon, das entspricht ungefähr meinem normalen Speed eigentlich, wie ich hier gerade spiele. Bis auf wenige kleine Dinge, glaube ich. Es ist schon recht klar das, was ich auch gegen gleich starke Spieler mache. Ja, aber wir sehen schon mal, dass es doch mal einen guten Unterschied gibt in diesem Elo-Bereich im Gegensatz zum vorigen. Sehr starkes Spiel hier von ihm und auch das davor waren beide gut. Das auf Arabien natürlich noch besser auf jeden Fall als das hier. Aber ich fand's gut. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.